genau findet dein Erfolg statt? Wo geschieht das, was dich so verändert, dass du deine Ziele erreichen kannst? Nun, wenn dich das Thema interessiert, dann bist du heute hier richtig. Wo findet dein Erfolg statt? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und unsere Firma, meine Arbeit, hat täglich nur mit Erfolg, mit deinem Erfolg zu tun, dass du deine Ziele erreichst. Und folglich kann es hilfreich sein zu wissen, ja, wo genau findet das denn statt? Nun, wir beginnen einfach mal mit einer Reise in dein Gehirn, so circa vor 30, 40 Jahren, je nachdem, wann du geboren worden bist, kamst du auf die Welt. Nun, dein Erfahrungsschatz, das, was du weißt über die Welt, das, was du kannst in der Welt tun, beeinflussen, Autofahren, Führerschein, das ist noch sehr weit weg. Du hast noch nicht so viel Kenntnisse, du hast noch nicht so viel Fähigkeiten. Das Gute ist, dass dein Gehirn plastizitär ist. Jede Sekunde, auch jetzt, während du dieses Video hörst, wird dich dein Gehirn und siehst, wird sich dein Gehirn verändern. Du lernst, es verschaltet sich. Dein Wissensspektrum, das dehnt sich aus. Nun, und das soll hier einfach mal dargestellt werden durch diese Zone, die sich im Laufe der Jahre hier entwickelt hat. Und das passiert nicht durch Zufall, sondern es gibt eine ganze Menge von Gebieten, in denen man sich entwickeln kann. Beispielsweise, ob es deine Sprachkenntnisse sind, ob es deine motorischen Kenntnisse sind, also Fähigkeiten sind, wo du deine Sportart lernst, tanzen lernst, oder ob du einfach Wissen erwirbst zu bestimmten Bereichen, Mathematik, Deutsch, Physik und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Gebieten. Hier beispielsweise wirst du lernen, wie man einen Businessplan erstellt. Hier lernst du dein Selbstmanagement, Zeitmanagement und so weiter. Nun, du hast in diesen Bereichen hast du dich entwickelt, und diese grüne Zone, die steht für deine sogenannte Komfortzone, sprich also, oder Bequemlichkeitszone, oder das, was du in den letzten Jahren aufgeklärt hast. Die Herausforderung ist nur, wenn du versuchst jetzt, dir ein Ziel zu setzen, sagen wir mal, einen Businessplan, möchtest du ein Geschäft gründen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses neue Ziel in einem unbekannten Gebiet liegt, sprich also, du warst dort noch nicht. Und wenn du jetzt einmal mit den Kenntnissen, die du bisher in der Komfortzone gesammelt hast, versuchst, dieses Ziel zu erreichen, nun, da wird Albert Einstein sprechen. Albert Einstein würde sagen, wer mit den gleichen Maßnahmen, mit den gleichen Vorgehensweisen erwartet, dass sich er neue Ziele erreicht, neue Ergebnisse produziert, nun, der muss wahnsinnig sein. Nun, es liegt jetzt auch an dir zu erkennen, wenn du einfach nur in deiner Komfortzone bleibst, diese also nicht verlässt, nichts Neues lernst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du dieses Ziel oder in allen anderen Lebensbereichen ein neues Ziel erreichst. Die Herausforderung ist nur, dass wenn du gleich dich hier rausbegibst, zum Beispiel in dieses Gebiet, das heißt, du gehst jetzt spontan nach Australien oder nach China ohne Vorbereitung, könnte es sein, dass du hier in eine Stresszone kommst oder sogar in eine Panikzone dich hineinbewegst, weil das ist sozusagen hier dieses Rote. Wenn du diese Linien hier überschreitest, dann bist du überfordert, hast vielleicht Stress, hast Ängste und Panik. Es ist auch nicht besonders weise. Was bedeutet das? Wenn du gleich morgen sagst, ich mache mich selbstständig und leiste dir 100.000 Euro, hast keine Ahnung, wer deine Kunden sind, du hast keine Ahnung, was deine Kosten sind, welche Steuern auf dich zukommen, welche Zulassungsvoraussetzungen, dann kann es sehr schnell sein, dass du in einer Panik- und einer Stresszone bist. Aber zwischen dieser Komfortzone und dieser Stress- und der Panikzone, da gibt es einen ganz wichtigen Bereich, den ich an dieser Stelle einfach mal schwarz machen möchte. Dieser kleine, schmale Pfad zwischen der Panik- und der Stresszone und zwischen deiner Bequemlichkeitszone, da findet Lernen statt, da findet Erfolg statt. Das ist die sogenannte Lernzone. Und diese Lernzone, nun, diese täglich zu erreichen, sprich also immer hier am Rand zu sein, zwischen Panikzone und Lernzone, ein Leben zu führen, wo du ständig gezwungen bist, deine Komfortzone zu verlassen und dich am Rande der Sicherheit zu entwickeln, da findet dein Erfolg statt. Nun, die große Frage, wie kommst du dorthin? Ganz einfach. Die erste Frage ist zu überlegen, will ich mein Leben weiterhin in der Bequemlichkeitszone aufbauen und was habe ich bisher immer gemacht? Was in der Vergangenheit hat bisher zu den Ergebnissen geführt, die ich heute habe, und will ich diese Ergebnisse? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dir Ziele zu setzen, die außerhalb deiner Bequemlichkeitszone sind. Also konsequent in allen Lebensbereichen, wenn du schnell lernen willst, wenn du viele Erfolgserlebnisse haben willst, um deine Bequemlichkeitszone herum viele Ziele zu setzen. Und das am besten schriftlich. Und das am besten mit einem Plan. Und das am besten mit einem Coach, mit einer Person, der dich gegenüber rechenschaftspflichtig macht, die sich aufschreibt, wann willst du den nächsten Schritt erreicht haben.
Nun, wenn du das gemacht hast, du hast also für deinen gesamten Lebenssinn, du hast für deine Gesundheit, für deine Fitness, für deine Beziehung, für deine Persönlichkeitsentwicklung, für deine Fähigkeiten, für deine Reichweite, für deine Reputation, für deine Berufung, du hast für dein Vermögen, für deinen Besitz, für dein Geld, du hast für deine Abenteuer, die du im Leben hast und für deine Selbstorganisation hast du dir viele kleine Ziele gesetzt. Nun, dann ist der nächste Schritt, Handlungspläne zu entwickeln und konsequent deine Zeit zu investieren, diese Ziele zu erreichen. Ich habe viele Videos produziert. Modeling, wie du von anderen lernen kannst, wie du deine Zeit organisiert hast. Dann kommt alles zusammen und du fokussierst dein Leben vielleicht mit 10, 20, 30, 40% deiner Zeit pro Woche, die Ziele zu erreichen. Hier kommt man nun zum wichtigsten Indikator für den richtigen Weg zum Erfolg. Denn wenn du dich innerlich gemütlich fühlst, bequem fühlst, du jetzt auch keinen Handlungsbedarf hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du mitten in deiner Bequemlichkeitszone auf dem Sofa sitzt und chillst. Dort findet kein Lernen, dort findet kein Wachstum, dort findet kein Erfolg statt. Deine Aufgabe ist es also, in eine Zone zu kommen, wo sich dein Gefühlsleben verändert, wo du Unsicherheit, wo du ein bisschen Ängste, ein bisschen auch Furcht hast, nun Risiko, was könnte passieren, wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich mal Deutschland verlasse oder wenn ich neue Menschen anspreche oder wenn ich das Telefon nehme und jemand anrufe, dann kommen innere Gefühle hoch und jetzt entscheidet sich, ob du erfolgreich wirst. Ich persönlich habe gelernt, meinen Gefühlen zu misstrauen, sprich also nicht das zu machen, wo ich gute Gefühle habe, sicherlich am Wochenende und wenn ich mich entspanne mal, aber meine Arbeit, meine Entwicklung, da achte ich darauf, dass ich möglichst hier an der Grenze bin der Unsicherheit. Ich lade dich also ein, in der Zukunft zu akzeptieren oder vielleicht das sogar als Ziel zu haben, vielleicht als KPI, als Indikator zu haben, wie viel Prozent unsichere Gefühle habe ich die letzte Woche gehabt. Und dieses Modell zeigt ganz klar auf, wenn du viel lernen willst, wenn du viele Erfolge haben willst, wenn du viel Neues machen willst, dann wirst du auch vom Gefühlsleben viel Unsicherheiten erleben, viel Risiken ertragen. Du wirst auch Fehler und Niederlagen ertragen, aber unterm Strich wirst du lernen. Ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, ein Mensch zu werden, der sagt, ich kann unbequeme Gefühle, unsichere Gefühle ertragen über viele Wochen, Monate und Jahre. Denn dann bist du auf dem richtigen Weg zu deinem Erfolg. Andere Menschen hingegen sagen, ich möchte nur gute Gefühle haben. Oh, ich habe hier kein gutes Bauchgefühl. Nun, dein Gefühl entsteht aufgrund einer Bewertung mit Erfahrung, die du an deiner Vergangenheit gemacht hast. Und deine Zukunft, die ist aber außerhalb deiner Vergangenheit. Und der Weg dorthin ist gepflastert mit Unsicherheiten und guten Gefühlen. Und das kann dein Indikator für deinen Erfolg sein. Ich persönlich wünsche dir nun viel Erfolg und probiere am besten heute Neues aus. Melde dich bei Rhetorikclubs an, lerne zu telefonieren, zu verkaufen, zu managen, Plan zu machen, andere Menschen zu Teams zusammenzuführen und auch Gruppen zu leiten. Wenn wir dir dabei helfen können, dein Konzept, deine Ideen, deine Erfolge zu verwirklichen, nun dann kannst du gerne den kostenfreien Gutschein gleich einsetzen. Du kannst gerne uns als Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich persönlich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.